Kein Mensch wird es glauben, aber die Geschichte mit dem Fleck auf dem Schuh trug sich tatsächlich im Jahre 1999 zu. Sie begann im Dachzimmer eines Durchschnittsjournalisten, der mit Hilfe des neuen Prometheus Karriere zu machen gedachte. Insofern eine ganz alltägliche Geschichte. Ich fahre auf jeden Fall jetzt, wo ich mir nicht das Geld fürs Benzin pumpen kann. Was du tust, ist verboten. Ich habe gestern mit Herrn Leichtbühl gesprochen. Er meint auch, es sei verboten. Herrn Leichtbühl, einen Mann zu fragen, der nie aus seinem Gewinn herauskommt. Wie kommst du überhaupt dazu? Du sprichst wie dieser Prometheus. Den stelle ich mir den Mann so vor. Schon der Name. Der Mann ist eben griechisch, heiße Pulverstein. Meinst du, der Name wäre besser? Darüber lacht er nun wieder. Was soll denn auf die Brote? Brote, Brote, keine Brote. Ich hab dir schon mal gesagt, das Zeug wird trocken. Ich kann nur Büchsen mitnehmen. Du hast kein Wort gesagt. Jetzt hab ich nur Brote. Na gut, dann Bohnen ist ja auch Wurst für den einen Tag. Sind ja auch Bohnen. Nein, nicht zwei, drei. Drei Büchsen mindestens. Hast du jetzt alles? Die Taschentücher fehlen noch. Jetzt brauchst du? Ein Büchsenöffner wäre wichtiger. Fanny, bitte. Dein Sender ist 20 Kilowatt zu stark, kann sein, dass er rauskommt. Fang doch nicht wieder von vorne an, ein kleiner Trick. Was heißt hier Trick? Für Privatsender ist die Stärke verboten. Und wie soll ich den Sundermann mit seiner albernen Yacht-Sendung kaputt machen, hm? Sofort nach meiner Sendung montiere ich den Verstärker ab, dann kann die Kontrolle doch ruhig kommen. Dir wird was Schreckliches passieren, Hans, ich fühle das. Ach was, Hans Pulverstein wird der neue Sprecher, den die Regierung sucht. Dieser blöde Prometheus. Wen interessieren schon Rebellen? Na, sei nicht albern. Mach doch lieber eine spannende Geheimreportage vom Bankett des Friedensfestes. Ach, wenn Sie nicht bitte die mitten im Frieden ein Friedensfest, da lachen ja die Hühner. Ob die nun dieses Jahr ein Gin mit Gräfer und vorher Jahr Curaçao mit Zitrone getrunken haben oder umgekehrt, das ist doch völlig Schnurz. Wenn ich zurückkomme, liegt die Ernennung zum Weltregierungssprecher im Briefkasten. Und das ist doch die Hauptsache. So, und jetzt noch ein Bussikötchen. Schnuckelchen! Bleib treu! Auf Wiedersehen! Wenn das nur gut geht. Bitte Ruhe, ja? Ruhe, habe ich gesagt. Und wer hat ihn nun geschrieben, den gefesselten Prometheus? Tja, große Stille. Figula, Sie machen ein gelangweiltes Gesicht. Der Unterricht mag unter Ihrem Niveau liegen, aber vielleicht sind Sie so freundlich, bitte. Tja, Homer. Ach, Homer. Wenn Sie auch nicht in die Literaturgeschichte eingehen, Figula, so doch wenigstens in mein Zensurenbuch setzen Sie sich. Was meinen Sie, Breitschein? Ja, ich bin der Ansicht, ich meine, ja, ich glaube... Sie haben also geschlafen, nicht? Sie haben geschlafen. Wenn Sie vielleicht die Frage nochmal wiederholen würden... Dann aber bitte sehr, das will ich gerne tun. Wer hat den gefesselten Prometheus geschrieben? Es war wohl, glaube ich, ich meine, im Altertum. Wer, frage ich, wer, bitte? Im alten Griechenland. Plato. Hätten Sie wenigstens Plato gesagt, setzen Sie sich, Breitschein. Ich nehme mein Büchlein, Sie kennen es ja zu Genüge, Breitschein. Was hier drin steht, werden Sie noch als 40-Jähriger spüren. Es wird sich in Ihrer Berufswahl widerspiegeln. Dankeschön. Okay, ich bin es jetzt leid. Ich bin es leid. Siebmann, bitteschön. Aeschylus. Er lebte von 525 bis 456. Wie bitte? Christus. Er lebte von 525 bis 456 vor Christus. Er nahm an den Perserkriegen teil und schrieb dann sein berühmtes Werk, die Perser. Ja, danke, sehr schön, Siebmann, danke.
ins Buch die Zahl mit dem kleinen Aufwärts- und dem langen Abwärtsstrich. Glücklicher Vater, der solchen Sohn unter uns sitzen hat. Figula, Sie brauchen das nicht durch Grinsen erst zu manifestieren. Herr Studienrat, meine Mutter ist Witwe. Ruhe, Ruhe bitte. Welche Werke hat Eichschloss sonst noch geschrieben? Bitte setzen Sie sich, Siegmann, setzen Sie sich. Breitschein, bitte. Ich möchte Ihnen ein fröhliches Ostern ermöglichen. Der gefesselte Prometheus. Das ist ja großartig, Breitschein. Setzen Sie sich und bleiben Sie für heute sitzen. Ihr Anblick lässt mich an meiner Berufung zum Lehrer zweifeln. Mich interessiert, ob einer von Ihnen in der Lage ist zu sagen, was mich bewogen hat, gerade jetzt den gefesselten Prometheus vorzunehmen. Na? Aha, nur ein Finger. Das ist ja eine dünne Auslese. Bitte melden Sie sich ungeniert, Zensuren gibt es nicht. Ah, es bleibt bei den einen Finger. Postkopf. Na gut, bitte. Sie schenken den aktuellen Tagesfragen das Interesse, das Sie meinem Unterricht vorenthalten und Ihren Finger sich ohne dies selten, also bitte. Sie haben das durchgenommen wegen der Sache mit Prometheus. Sie meinen wegen des gleichen Namens? Nein, er war auch ein Rebell. Ja, richtig. Und wie nennt man denn den heutigen Prometheus zusätzlich? Danke. Sieht man, bitte? Oh. Sieht man? Sie wissen das nicht, sieht man? Nein. Sehen Sie, das freut mich. Sie erfüllen so die wichtigste geistige Voraussetzung für Ihre Stellung als Primus Literaris. Der letzte Rebell nennt man. Ja, Sie wissen das natürlich. Postkopf. Ich will über die Ungehörigkeit des Zwischenrufs hinwegsehen. Die Ungehörigkeit des Wissens überwiegt ihn. Setzen Sie sich. Dass von der ganzen Klasse nur einer, unser sonst stummer Postkopf, antwortete, gibt mir die frohe Gewissheit, dass das neue Zeitalter Tatsache geworden ist. Als ich in Ihrem Alter war, hatte meine andere sehr schlimme Vorstellung vom Jungsein. Über uns stand noch der Nebel des In Tyrannos, die trübe Aufpeitschung des Blutes. Den Aufruhr hielten wir für die Sonne der Menschheit. Und sehen Sie, das historische Ereignis, das sich heute abspielt, die sang- und klanglose Beseitigung des letzten Rebellen, an der kein vernünftiger Mensch Anteil nimmt, ist das beruhigend ruhmlose Ende eines Jugendirrtums. Die wunderbare Umwandlung der Welt von der destruktiven, pessimistischen, seelischen Unrast zu aufbauender, positiver Ruhe ist Tatsache geworden. Unsere Weltregierung führt und leitet uns. Wir ziehen alle an einem Strang und können es ruhigen Gewissens tun. Und Ihre Unwissenheit in dieser aktuellen Frage ist der schönste Beweis des richtigen Weges in eine leidenschaftslose Zukunft. Auf! Austreten zur Pause! Hallo, hallo, hier spricht Pulverstein, Hans Pulverstein, Radikalreporter. Guten Tag, meine Damen und Herren. Unter dieser Marke werden Sie mich jetzt viertelstündlich hören. Bleiben Sie also, wenn es geht, auf dieser Welle. Viele sind ja ohnehin und Gott sei Dank zu Ihrem Radio wieder zurückgekehrt, haben Zeit dafür. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es nicht immer ein Vergnügen sein muss, auf dem kleinen Viereck auch die Gesichter der Sprecher noch sehen zu müssen. Und wo ich jetzt bin, meine Verehrtesten, würden sich ohnehin kaum die Fernsehstars hinwagen, wenn ich das mal eben kurz bemerken darf. Ich sitze, um Ihnen das ganz deutlich zu schildern, in meinem Hubschrauber, demselben Volksstorch, den Sie auch besitzen, hoffentlich besitzen, wie ich noch ausdrücken kann. Unter mir eine riesige Wasserfläche von Schaumkronen durchzogen. Ich hoffe, Sie haben ein plastisches Bild. Sie hören den Radikalreporter Pulverstein über Eigensender, Lizenznummer S47 PU 190317.
die Landschaft, der ich natürlich in der genehmigten Höchstgeschwindigkeit für Volksstörche zustrebe, müssen Sie sich als eine undurchdringliche, jawohl undurchdringliche und eigentlich gar nicht abzusehende graue Mauer vorstellen. Deutlich zeichnet sich die wilde und abenteuerliche, jawohl abenteuerlichste Zerrissenheit der Felsen ab. Wir sind auf dem Schauplatz Feuer-, Atom- und Wasserstoffbombenversuche. Ein, wie Sie wissen und sich denken können, immer noch gefährlicher Boden. Ich werde diesen Boden für Sie betreten. Und weil ich das für Sie tue, tun Sie doch bitte auch etwas für mich. Gefällt Ihnen nämlich die Art der Sendung oder meine Stimme, so richten Sie, wenn es geht, telegrafisch die Aufforderung an die Regierung, die frei werdende Stelle eines Regierungssprechers mit mir zu besetzen. Nun ehre ich mich dem Eiland und muss, verzeihen Sie, ich muss abschalten und mich voll dem gefährlichen Unternehmen, es ist ein gefährliches Unternehmen, der Landung widmen zu können. Bleiben Sie auf meiner Welle, achten Sie auf die Ankündigung, hier Pulverstein, Pulverstein Radikalreporter, ich berichte, was niemand berichtet, und zwar alle Viertelstunden. Mich da frisch. Mir zu anstrengend. Setzt euch doch hin. Das gibt nur Ärger. Halt's mal, du Pfeife. Du, Poskop, was ist das mit dem Prometheus? Lebt er denn noch? Na klar, sonst könntest du ihn ja nicht beseitigen. Wie viele Affendrüsen haben sie dem denn eingebaut? Doch nicht der alte Mensch. Du bist eine Pfeife. Die Provinz Griechenland gibt's ja heute noch. Da heißen die Leute nun mal so. Was ist denn das für ein Vogel? Das war doch der, der die Regierung stürzen wollte. Um Gottes Willen. Deswegen wird er auf die kalte Tour abserviert. Na Gott sei Dank. Soll doch keiner merken, dass was nicht stimmt. Gut, meine jungen Freunde, die Pause überlebt. Jawohl, Herr Steinmann. Setzen. Nehmen Sie Ihre Bücher, Seite 67. Wir lesen gemeinsam den Chor der Okeaniden. Na, bitte, bitte, Sie werden auch Seite 67 finden können. Sieht man. Ja, Herr Steinmann. Ich sehe da bei Ihnen ein Buch verschwinden. Sie beschäftigen sich doch nicht während der Stunde mit Dingen, die nicht hierher gehören. Nein, ich las während der Pause. Ach, darf ich es einmal sehen? Nein, lassen Sie es aufgeschlagen. Lassen Sie es aufgeschlagen. Hier, ach. Herr Studienrat. Da steht geschrieben, Länderverwüstung und Völkerverheerung und feindliches Kriegergemetzel und würgende Könige. Da steht geschrieben, Vatermord, Brudermord, Säuglinge, blaugewürgt. Wo wollen Sie hin? Sie Band, bitte bleiben Sie hier. Bleiben Sie. Ja, Herr Studienrat. Nagender Menschengebein, aus Menschenschädel saugend rauchendes Menschenblut. Da steht geschrieben, der Vater verlassend Weib und Kind im Hunger, zustürzend im taumelnden, lockenden, süßlichen Laster. Ja, was ist denn das, Siebmann? Stehen Sie mir Rede und Antwort! Das ist Herr Dr. Hübner. Ach was, Dr. Hübner, bieten Sie sich nicht an! Ich will wissen, wie Sie dazu kommen, so etwas zu lesen. Aber das ist Hölderlin. Hölderlin, Barbar der Frühzeit. Es heißt, die Bücher der Zeiten und... Ach, reden Sie nicht, das Buch bleibt bei mir. Und ist das Gedicht in der Liste der verbotenen Werke? Dann sieht sie heute den letzten Tag in dieser Schule gewesen. Jawohl, Herr. Setzen Sie sich! Was ist nun der Primus? Wir lesen Aeschylus, Seite 67. Aber halten Sie den Rhythmus ein! Um dein Geschick, deinen Jammer, dein Elend, Prometheus, seufzen wir Tränen, strömen den Augen heiß. Feuchten die Wangen, er sollte nicht weinen, wenn über alle, die er nicht mag, Zeus hoffärtig sitzt zu Gericht, seine gestürzten Söhne ins dunkle Verhängnis der Tiefe hinabgelockt. Ja, ewige Weisheit der Klassik.
Hallo, Achtung, hier hören Sie wieder Radikalreporter Pulverstein über Eigensender. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben mich bereits vermisst. Was sehe ich, was kann ich Ihnen schildern? Mit Pressluftbohrern hat man zwei Löcher in den Felsen gemacht, in denen die Ketten verankert sind, die Prometheus fesseln. Schaudern Sie nicht, Sie haben den eng an den Felsen geschlossenen Prometheus mythologischer Vorzeit vor Augen, dem die Adler die Innereien zerhackten. Aber Adler, ich bitte Sie, wer kennt Sie heute noch? Sie sind zivilisatorisch gar nicht mehr tragbar heutzutage. Lassen Sie also diese Vorstellung beiseite. Wir leben in einem humanen Zeitalter, in dem die aufmerksamen Augen nüchterner Reporter die Welt betrachten. Für Sie betrachten, jawohl, für Sie und Sie aufklären. Die Ketten hier sind genügend lang und eingedoste Vorräte, man stelle sich das vor, eingedoste Vorräte, Vorräte in Konservendosen sind für den Gefesselten zurückgelassen worden. Achtung, Achtung, hier also noch einmal Pulverstein. Ich wiederhole für die neu hinzugekommenen Hans Pulverstein über Eigensender mit einer Reportage von dem Felseneiland, auf dem heute die Ausscheidung des sogenannten letzten Rebellen aus der menschlichen Gesellschaft vollzogen wurde. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie meine Erregung, meine Damen und Herren? Reporter sind auch nur Menschen. Ich stehe an einem Punkt, von dem aus ich ihn genau sehen kann. Und was macht er? Was hat er gemacht? Er hat sich niedergesetzt, hat er sich zusammengekauert, hockt er da. Und jetzt regt er sich, bewegt er sich. Und was tut er? Er prüft die Polster, mit denen die Eisenringe an der Innenseite bekleidet sind, damit sie die Knöchel nicht verwunden. Bedenken Sie auch bitte das, meine Damen und Herren. So modern und so aufgeklärt ist unser Strafvollzug in diesen Tagen. Sein Gesicht kann ich nicht genau sehen, aber soweit ich es sehen kann, soweit ich richtig beobachten kann, prägt sich eigentlich weder Melancholie noch Verzweiflung noch Verzagen darin aus. Ja, man könnte sagen, beruhigend und sympathisch, ein Durchschnittsgesicht. Kein aufbegehrendes Feuer seines mythischen Namens wird das umlodert, diesen Prometheus. Er sieht aus, ja, wie sieht er eigentlich aus? Er sieht aus wie Sie und ich. Ich meine, er sieht ganz normal aus. Ja, das wollte ich sagen, normal, einer von uns. Bleiben Sie auf der Welle, meine Verehrtesten. Bleiben Sie auf der Welle des Radikalreporters. Ich schalte hier einen Augenblick ab, muss aus technischen Gründen abschalten, werde an den Strand hinuntersteigen und Ihnen dann eine einmalige Sensation, die Sensation schlecht hinbringen. Ich bemühe mich jedenfalls drum, ein Interview mit Prometheus. Prometheus, der aus der Gesellschaft ausgestoßen wurde in die Einsamkeit, die heute der Schuldverstrickung des Individuums folgen muss, automatisch folgen muss. Das sei ein abends so schweres Essen. Du hast doch überhaupt nichts gegessen. Hast du das Magengeschwür oder ich? Johannes, du hattest es vor 3 Jahren. Ja, diese dauernden Aufregungen. Wo? In der Schule? Kinder soll man ernst nehmen und Erwachsene, aber nicht deine Halbwüchsigen. Das lohnt sich nicht. Ich hatte mein Herz an diesen Siebmann gehangen. Ich muss den heute relegieren. Was, wen? Den Siebmann? Stell dir vor, dieser Primus liest heimlich revolutionäre Literatur. Jedem hätte ich das zugetraut. Ihm nicht. In dem Alter. Wer hat denn da schon Verstand? Und so amüsant ist das gar nicht. Ach, amüsant. Im Zusammenhang mit Vernunft. Du wirst mich wohl enervieren. Man fragt sich, welche Gründe wohl zu eurer Erschaffung geführt haben. Vielleicht die Notwendigkeit von Magengeschwüren. Da sitzt man doch lieber im Gasthaus. Hier sind die Bratkartoffeln. Wenn sie jetzt nicht gegessen werden, dann verbrötchen sie ganz. Was? Bratkartoffeln? Ja, aber seit 3 Jahren hast du doch nichts mehr von deinem Magen gespürt. Ist der Herr Studienrat jetzt weggegangen? Na, essen Sie die Kartoffeln, Sie haben ja immer Hunger, Olga. Wie kann man nur so ohne Essen weglaufen, das verstehe ich nicht. Wer arbeitet, der muss auch essen. Herr Prometheus, Sie hören etwas von Ihren Beweggründen sagen? Ich kann das. Sagen aber trotzdem, mein Interview, Herr Prometheus, ist eine einmalige Gelegenheit, Ihren Gedanken Ausdruck zu geben. Durch die Tat habe ich meinen Gedanken bereits Ausdruck gegeben. Ich halte nicht viel vom Reden. Er hält nicht viel vom Reden. Trotzdem, ich habe einen Eigensender, Herr Prometheus, der bestimmt viele Hörer findet. Man hätte mich töten sollen, aber man ist ja heute gar so zartfühlend und human. So ohnmächtig wie ich bin, bin ich die Freude meiner Feinde. Interessant, unbestreitbar interessant, wenn Sie die auch, meine Damen und Herren. Aber trotzdem, wer sind Ihre Feinde? Ja, alle, die hochmütig sind in ihrer Politur, deren Seele eine gebohnerte Stube ist und deren Einsicht einem desinfizierten Badezimmer gleicht.
Merkwürdige Vergleiche. Herr Prometheus, es erfüllt uns aber doch mit Stolz, Schrecken, Elend und Verzweiflung, alles überwunden zu haben. Ja, das erfüllt Sie mit Stolz. Jutta! Jutta! Das finde ich auf deiner Nachtisch! Was? Alter! Ich dich ehren? Wofür hast du die Schmerzen gelindert gegen das Belange, die Tränen gestellt, das geängstigte Mann geschmiedet, Zeit, das ewige Schicksal? Wähntest du etwa leben lassen in Wüsten und in Erwähler, Blütenträume reifen? Hier seht ihr vor mir nach einem Bildergeschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Ist das nicht wunderbar? Goethe. Goethe. Goethe ist hier gleichgültig. Prometheus heißt das. Und das bedeutet ja schließlich heute etwas Bestimmtes. Johannes, denk an deine Magengeschwüre. Warum soll das heute etwas anderes bedeuten als du sonst? Du weißt doch, dass Prometheus versuchte, unsere Regierung zu stürzen. Eine Regierung, die das endgültig friedliche Ereignis einer jahrhundertelangen Blut- und schreckensreichen Menschheitsgeschichte ist. Er spricht gerade. Wie? Im Radio. Wer? Dieser Prometheus. Das ist nicht wahr. Moment, vielleicht kriege ich es wieder rein. Ich fürchte, Herr Prometheus, bitte verstehen Sie das richtig. Das ist unmöglich! Lass das mir die Worte verschlingen. Alles oder nichts war immer meine Devise. Das Nichts habe ich bekommen. Man kann also sagen, dass ich in gewisser Weise befriedigt worden bin. In dieser Lage sarkastisch zu sein, meine Damen und Herren, finden Sie nicht auch, ist doch nicht ohne Größe. Mein Namensvetter, der wesentlich unbequemer angeschmiedet war als ich, sagte... was sein gerechter Sinn heißt, nichts als Willkür ist's in Wahrheit. Das war der gerechte Sinn des Zeus. Und wer ist unser Zeus? Eine Weltregierung. Aber ich bitte Sie, das ist doch nicht vergleichbar, denn sie maßt sich keine göttlichen Befugnisse an. Ist sie der Willkür enthoben? Sie zweifeln die Gerechtigkeit einer so umfassenden Demokratie an? Ach, hören Sie, ob ich mich äußere oder nicht. Na, Sie machen es mir wirklich schwer. Na, was soll ich? Soll ich Ihren Hörern mit meinen Ketten vorrassen, ja? Oder wollen Sie, dass die zarten Ohren die Geräusche des Öffnens einer Konservenbüchse mithören, um des humanen Strafvollzugs sicher zu sein? Unerhörter Sie sehen also die Rechtmäßigkeit Ihrer Verurteilung nicht ein. Die totale demokratische Befriedigung der Massen kann nur ein Produkt der Abstumpfung des Individuums sein. Sie wollen also ernsthaft sagen, dass die Weltregierung, die die Gedanken der ganzen Menschheit ins Praktische überträgt und brauchbar macht, eine, sagen wir es offen, eine Folge der allgemeinen Dummheit ist? Formulieren ist Ihre Aufgabe. Meinetwegen, sagen Sie es Ihren Hörern so. Unglaublich, dass so jemand über den Rundfunk sprechen darf. Lass uns doch zu Ende hören. Ja, bitte? Spreche ich mit dem Staatssender 13? Ja. Hier spricht Dr. Hübner. Dr. Hübner, ich bin empört, dass Sie diesen Prometheus über Ihre Welle sprechen lassen. Wen? Prometheus, P-R-O-M. Kenne ich nicht, Augenblick. Ein Prometheus ist bei uns in keiner Sendung vorgesehen. Dann haben Sie ein anderes Programm eingeschaltet. Tut uns leid. Das ist... Die Bande leugnet es. Beruhige dich doch. Denk an deine Magengeschwüre. Sie fürchten die berechtigte Empörung der Bürger. Einen solchen Stolz, das Wort zu erteilen. Du lobst doch immer die totale Demokratie. Da hat jeder das Recht, sich zu entfalten. Ich werde selbst nach dem Rechten sehen. Soll ich tatenlos zusehen, wenn unsere Kinder so etwas hören? Ich werde die Leute zur Verantwortung ziehen. Dieser Prometheus... Eine Stimme hat er. Hier Radikal Pulverstein, hier Radikalreporter Pulverstein. Sie kennen mich ja, meine Damen und Herren, wie ich mir sprechen darf. Und ich hoffe auch zuversichtlich, Sie haben gerade mein Interview mit Prometheus empfangen können. Ich habe mich hier in eine Felsennische zurückgezogen, ein bisschen steinig der Untergrund. Wie Prometheus sitze ich also selbst unter einem schützenden Steinvorsprung. Natürlich ohne Fesseln, versteht sich. Ja, es regnet inzwischen, stark regnet es. Und Strand und Meer und Fels
sind eine einzige, undurchdringliche, graue Oberfläche. Aber da, Moment mal, was ist das denn? Ein Hubschrauber, ein Hubschrauber nähert sich. Er setzt zur Landung an. Wir stehen wahrscheinlich vor einer neuen Sensation. Bleiben Sie an Ihrem Gerät. Sie empfangen mich sofort wieder auf dieser Welle. Was verstecken Sie hinter dem Rücken? Was stellt Ihnen denn ein? Zeigen Sie her. Sind Sie von der Polizei? Ich dulde keine Gedanken gegen die Ordnung. Ein Mikrofon. Ja, ein Mikrofon. Sie sind ich es. Bin's. Ich wusste das. Ja, er wusste es offenbar, aber trotzdem nicht, meine Damen und Herren. Hier ist Radikalreporter Pulverstein. Sie wurden gerade Zeugen einer unfreiwilligen Szene. Nur in der Freiheit, das merkt man hier wieder, bekommt die Improvisation ihren angestammten Platz, das schöne, schöpferische Rätsel der menschlichen Natur. Das ist doch philosophisch gesehen völliger Unsinn. Welche Auffassung haben Sie von der Improvisation? Ach, ich bin doch nicht an diesen verrotteten Felsen gefahren, um über Improvisation zu diskutieren. Sie sind also mit einem Wort aus einem anderen bestimmten Grund hierher gefahren. Selbstverständlich. Sie sind also der Verantwortungslose, der die Reden dieses Prometheus den Weltbürgern übermittelte. Und wo ist er? Er hat sich in die Felsen zurückgezogen. Aber wie ist Ihr Name? Sagen Sie ihn für meine Hörer. Ich bin der Studienrat Dr. Johannes Hübner. An welcher Schule? Am zentralen Friedensgymnasium. Ich denke aber, ich habe mir einen Namen gemacht, der über mein schulisches Wirken hinausgeht. Sie kennen doch sicher mein viel beachtetes literarhistorisches Werk Klassiker oder Barbaren. Da verstehe ich natürlich. Herr Dr. Hübner, also meine Damen und Herren, Sie haben gehört, Herr Dr. Hübner vom Friedensgymnasium hat ein Werk über das griechische Drama mit dem Titel geschrieben, dem Titel, wie war der Titel? Klassiker oder Barbaren. Klassiker oder Barbaren geschrieben. Ein Werk, Klassiker oder Barbaren geschrieben, nicht wahr? Und er ist gewissermaßen, wenn man so sagen darf, auf dem Schauplatz doch zumindest einer der von Ihnen badelten Tragödien, nicht wahr, Herr Dr. Hübner? Sie reden zu viel, Sie Reporter. In welcher Nische sitzt nun dieser Prometheus? Hier links. Links. Weiter, ja. Weiter rauf. Ja. Weiter rauf. Noch weiter. Da geht Dr. Hübner nun also hin. Eine komische Erscheinung. Ich hätte beinahe gesagt, eine komische Type, aber bitte halten wir uns da ganz zurück. Altmodisch, seine Haare allein müssten Sie sehen. Lang wie die bei den Beatles vor nunmehr schon fast 40 Jahren. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Der Gute trägt eine Weste. Ich hoffe, Sie können sich das noch vorstellen. Eine Weste paspelliert. Jacke, Hose, Weste, darüber hinaus noch einfarbig wie in jener Zeit, in der man merkwürdigerweise ja wohl die Individualität in der Person selber begründet sah, während doch heute der letzte Einfallspinsel weiß, dass man Personen bestenfalls noch nach Rot und Blau, also nach den Farben unterscheidet. Und findig, wie ich nun einmal bin, auch Reporter, bitte unterschätzen Sie uns da nicht, können gelegentlich ja findig sein, findig, wie ich also bin, habe ich inzwischen ein Plätzchen ausfindig gemacht, von dem aus und an dem ich Prometheus für Sie, für wen denn sonst, im Gespräch mit Dr. Hübner belauschen kann. Verlieren Sie also nicht meine Bitte. Ihr Schicksal, dass ein hohes demokratisches Forum dem Einzelnen überlegen ist, schmerzt mich. Die Welt ohne den Einzelnen? Wie denken Sie sich das? Der alte Gottfried August Bürger sagt, Prometheus hatte komm herab in Erde nach der Quelle des Lichts, der Wärme und alles Lebens das Feuer vom Olymp gebracht. Sie, da verbrannte sich, denn Warnen war vergebens, manch dummes Jüngelchen, die Faust aus Unbedacht. Die Welt ist nicht von Schulmeistern erschaffen. Bürger sagt nämlich weiter, mein Gott, was für Geschrei erhuben, nicht da so manches dummen Buben, erzdummer Papa, erzdumme Mama, erzdumme Leibs- und Seelenamme, welch Gänsegeschnatter die Klerisei, welch Truthahngekoller die Polizei. Ist's weise, dass man dich verdamme, gebenedeite Gottesflamme, allfreie Denk- und Druckerei? Ja. Dieser Teil ist ja seit 40 Jahren für die Lesebücher gestrichen. Da bewährt sich die Demokratie. Sollen wir Aufwiegelung preisen, die Garnierung für den Unverstand des Einzelnen liefern? Sie meinen, die Allgemeinheit hätte ihren dekorativen Wert in sich? Die Weltregierung ist der Höhepunkt der Selbstlosigkeit. Der sichtbare Ausdruck der Gedanken all derer,
die von sich absehen können. Wer von sich selbst absieht, was fängt er mit sich an? Das ist die Haarspalterei. Das ist der steinzeitliche Anarchismus. Aber die Frage wäre eine Antwort wert, besonders an jemanden, der, wie ich, seiner Bewegungsfreiheit beraubt ist. Ich bin Ihr Freund. Es geht mir um die Sache. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin auf Lebenszeit hier angeschmiedet. Alle 2 Jahre werden meine Lebensmittelvorräte erneuert. Sie brauchten Ihr gemütliches Heim nicht zu verlassen. Der Hass hat keine Bedeutung mehr. Das Unglück wohnt bei dem, der von der Demut verlassen ist. Ja, aus dem Meer kommend sprach Okeanos ähnlich zum alten Prometheus. Das Eiland hier gleicht auch jenem, an dem die beiden sich trafen. Nur saßen oben an den Rändern der Felsen die Adler und warteten krächzend auf ihr Blutbad. Hier ist das einfacher. Doch geblieben ist, dass ich in Ketten stehe. Und Sie kommen aus allem glatt heraus. Ich verstehe nicht, warum ein Mensch sich nicht anpassen kann. Gutes Wort und milder Sinn, es hilft jedem weiter. Ist das Ihre Hilfe? Olga? Ja, Frau Hübner? Gehen Sie bitte zu Bockemühls und fragen Sie, ob ich Ihren Hubschrauber haben kann. Mein Mann ist mit unserem weg. Ja, Frau Hübner. Was soll ich denn sagen? Ach, sagen Sie nichts Bestimmtes, nur dass es dringend ist. Wann kommen Sie denn zurück? Sagen Sie, ich wäre bald wieder da. Ja, Frau Hübner. Ja. Was hatten Sie denn für einen Chor? Was ich für einen Grund hatte. Sie sind ein fleißiger Studienrat und werden das kaum begreifen. Ich hatte zunächst den großen Rochus. Es kam mir einfach hoch in unserer primitiven Weltdemokratie. Den Armen wird gesagt, sie seien nicht arm, die Reichen erzählen von sich, sie seien nicht reich, die Frommen sind nicht fromm, die Atheisten sind keine Gottesleugner. Sie begreifen nicht den Ausgleich der Leidenschaft. Daran hat die Menschheit lange gearbeitet. Warum sind wir dann Menschen geblieben? Sind wir nicht besser geworden? Frau Hübner, die Bockemühls leihen Ihnen den Hubschrauber. Aber Sie wollen ihn um 4 Uhr wieder haben. Ja, ist gut, Olga. Ja. Olga, machen Sie den Kindern heute Abend Haferflocken, ja? Aber nicht kochen, hören Sie? Nur die heiße Milch über die trockenen Flocken gießen. Ja, Frau Hübner. Aber die Kinder essen es lieber anders. Ach, das ist doch ganz egal. Ich will es aber so. Und nicht wieder so viel Zucker. Die Bockemühl, Sie wollen doch das Ding unbedingt um 4 Uhr wieder haben. Da sind Sie ja zum Abendessen zurück und können die Flocken selber machen. Ja, ist gut. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Hübner. Und fliegen Sie schön vorsichtig. Sie sind zu nervös, Frau Hübner. Sauwetter. Ja, sag mal, wer sind Sie denn? Oh, kann ich mich bei Ihnen mit unterstellen? Ich bin nass bis auf die Knochen. Warum nicht? Der Felsen gehört nicht mir. Oh, Ihre Geräte hier. Sie sind vom Funk. Und wer sind Sie? Ich heiße Postkopf. Postkopf? Ich heiße Pulverstein. PP? Pulverstein und Postkopf. Fast ein Stab rein, nicht? Ja, sagen Sie mal, hier muss doch dieser Prometheus irgendwo stecken. Ja, hier gleich weiter links. Sind Sie seinetwegen hier? Ich bin Schüler des Friedensgymnasiums. Ein paar Klassenkameraden wollten gerne wissen, was hier los ist. Hier ist gar nichts los. Aber der Mann muss doch hier sein. Der muss doch ganz ordentlich auf den Putz gehauen haben. Es hätte nicht dieser ordinären Ausdrucksweise bedurft, um Sie zu erkennen. Postkop. Herr Dr. Hübner. Was tun Sie hier? Verantworten Sie ruhig. In der freien Natur schreibe ich ohnehin keine Zensuren. Ich wollte mir den Prometheus ansehen. Warum das? Man hat uns immer gesagt, wir seien die glückliche Jugend, in glücklichen Zeiten geboren. Ich war nie glücklich. Sie stammen doch aus einem ordentlichen Elternhaus. Woran fehlt es Ihnen? Wir müssen zu allem Ja sagen. Wohl dem, der in einer Zeit lebt, in der man zu allem Ja sagen kann. Ich will nichts mit Ihnen sprechen. Ihre Sendungen haben die ganze Jugend verdorben. Ich fordere Sie auf, von hier wegzugehen und Ihr unsinniges, verwerfliches Treiben nicht fortzusetzen. Sagen Sie mir, bitte, was waren die Motive? Ich beschwöre Sie, ich will wissen, warum Sie hier angeschmiedet sind. Es wird Sie enttäuschen.
Wenn man jung ist, erwartet man immer Außergewöhnliches. Ich erwarte nichts. Gut. Dann lassen Sie mich erzählen. Bohnen sind wirklich gut. Weil Sie jung sind, erzähle ich Ihnen. Ja. Also, es war nichts. Eigentlich gar nichts. Ich ging eines Tages über die Regierungshauptstraße. Lindenbäume, Duft, Autos, gelackte Männer, Hochbusierfrauen. Alle trugen dunkle Brillen, um das Licht nicht zu sehen. Es fehlten ihnen nur die Nasenmasken gegen den Lindenduft. Man kann sich über den Strafvollzug heute wirklich nicht beschweren. Gute Konserven wollen Sie auch? Oh, danke, danke. Ja, eine Mutter haute ihrem Kind auf die Hand. Nur weil es in der Nase bohren wollte. Sie nahm ein desinfiziertes, mentholgetränktes Papiertuch und putzte ihm die Nase. Jemand scheuchte einen Hund fort, der nur sein Wasser lassen wollte. Im Schaufenster lagen Würste. Reiner Darm, aber darüber noch eine Schutzhülle aus Zellophan. Ich sah plötzlich auf meinen Schuh hinunter. Auf dem Schuh war ein Kalkspritzer. Ein paar Tage vorher hatte ich meine Wohnung gestrichen. Ich merkte, wie die Leute mich unter den dunklen Brillen ansahen. Ich fing an, mich zu genieren. Wer hat schon gern einen Spritzer auf dem Schuh? Ich warf die Brille, denn ich trug ja auch so eine, über den nächsten Gartenzaun. Plötzlich sah ich meine Schuhe alleine laufen, ohne meine Beine. Sauber und exakt gingen die Schuhe ohne den Spritzer und alle sahen ihnen wohlgefällig nach. Und da merkte ich, dass ich selber gar nicht nötig war, um Wohlgefallen zu erregen. Meine Schuhe hätten es auch allein getan. Ich war nur deren zusätzlicher Fortbewegungsmechanismus. Oh, ich verstehe Sie sehr gut. Auf einmal stand ich vor dem Regierungsgebäude und trat ein. Ein Orden übersäter Portier fragte mich etwas. Ich sagte, ich müsse zum Präsidenten. Er müsse mir die Schuhe putzen, schrie ich. In der großen Marmorhalle klang das zigmal wieder. An dem Portier vorbei rannte ich in das Vorzimmer des Präsidenten. Hinter mir unheimliches Gekreisch. Und der Präsident saß an seinem Schreibtisch und sprach in ein Apparat. Ich stellte mich vor ihn und rief, putzen Sie mir sofort die Schuhe, damit ich unbelästigt durch Ihren Staat gehen kann. Sofort und auf der Stelle putzen Sie mir die Schuhe. Ganz große Klasse. Er stand auf und sagte, was erlauben Sie sich? Und ich erlaube mir, mit schmutzigen Schuhen herumzugehen. Und dann gab ich ihm eine Ohrfeige. Er fiel um. Und ich wurde von hinten überwältigt. Möchten Sie auch Bohnen? Ja, bitte. Danke. Ja, so gering sind die Anlässe. Sag mal, hättest du es überhaupt für möglich, dass er angekommen ist? Postkorb? Ja. Postkorb schafft alles. Kinder, der Sender des Reporters Pulverstein schweigt. Der Mann ist doch ein glatter Versager. Da berichte du doch mal von so einem toten Eiland. Ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Dieses Warten auf Postkorb ist lächerlich. Das sagst du? Na, dich muss das doch interessieren, Siebmann. Du bist doch wegen Prometheus aus der Schule geflogen. Ne? Du, Siebmann, ja? Ich habe heute was für dich gefunden. Ich fasse ja sonst sowas nicht an. Aber die Schwarte lag oben bei uns auf dem Speicher. Hille soll ein Berliner Original gewesen sein. Hille? Ja, hat auch was über den Prometheus geschrieben. Ah, erstmal Prost. Ja, komm, Prost. Prost, ja. Ah, hier, hör zu, da heißt es. Ein Wimmern glaubtest, Olympia, du würden die rauschenden Winde ins hochaufhorchende Ohr dir tragen. Nicht reut mich der Mensch, der Leben und Feuer mir dankt. Nicht flehe ich Entfesselung von dir. Und jetzt kommt's. Jahrhunderte will ich felsentrotzig durchdauern. Jahrtausende, wenn dir die Lust nicht schwindet, wenn der Trotzende nicht so glücklich dir scheint. Sturm und Drang, früher Expressionismus. Ach Mensch, Siebmann, das ist doch wurscht. Trotz, darauf kommt es an. Ja. Ja, gut, dass der Hübner das nicht hört. Sicher verboten. Ach komm, Kinder, Prost. 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 Also bis 12 wacht ich, länger nicht. Hier Radikalreporter Pulverstein, Radikalreporter Pulverstein. Radikal kommt mir inzwischen selbst ein bisschen komisch vor, meine Damen und Herren.
Ich wollte Sie ja, wie Sie wissen, alle Viertelstunden mit einer interessanten Nachricht, interessant, aufregend und womöglich aufreibend versorgen. Und nun entschuldigen Sie meine traurige Stimme, aber hier ist nun sozusagen endgültig der Hund begraben, wie wir uns in unserem Fachjargon auszudrücken belieben. Dieses Eiland gibt effektiv nichts mehr her. Die Aussetzung des Prometheus, so erregend das Bild ja auch von oben ausgesehen haben mag, als ich ankam, das bringt einfach nichts mehr. Wissen Sie, das bringt nichts mehr. Und dazu dieser Regen, dieser endlose Regen. Aber, man soll doch den Tag nicht vor dem Abend tadeln. Wie sehe ich denn das und was sehe ich denn da? Da kommt ein Hubschrauber, ein neuer Hubschrauber. Und ungewöhnlich, mein Gott, wer sitzt denn da am Steuer? Um Gottes Himmels Willen, wenn das nur gut geht, mein Gott, gerade noch fast hätten die Räder die Felsen gestreift. Das hätten Sie sehen müssen, meine Damen und Herren. Aber nun tut sich wenigstens wieder was. Es tut sich was und dranbleiben und am Ball bleiben heißt die neue Devise, die wieder neue Devise für Sie und für mich, Hans Pulverstein. Bleiben Sie auf dieser Welle, ich werde sofort wieder zu Ihnen zurückkommen. Tut das nicht weh an den Händen? Ach, die Ketten sind mit Sand gepolstert. Aber so ausgesetzt, dem Leben entzogen. Na, beruhigen Sie sich. Geschändet und verloren. Beruhigen Sie sich, es ist ja mein Schicksal. Beruhigen, ich empfinde wie Sie. Eine Frau, meine Damen und Herren, eine Frau, was sage ich, eine Frau, ein Weib ist mit diesem tieffliegenden Helikopter gekommen. Ich hoffe, Sie erinnern sich meiner ebenso hoffentlich plastischen Schilderung. Und Ihre Haare hängen verregnet herunter. Wann habe ich je so verregnet herunterhängende Haare gesehen? Hören Sie mich, meine Damen und Herren, hier ist Pulverstein, Radikalreporter vom Prometheischen Eiland, jawohl, vom Prometheischen Eiland. Und was spreche ich noch über die Haare dieser Frau? Ihre Augen sind es, in die ich im Augenblick sehe. Sie ist in einem unerhörten Erregungszustand, diese Frau, dieses Weib. Und wem gleicht sie? Ja, wem gleicht sie? Wo suche ich nach Bildern, nach Vergleichen? Sie gleicht der, sagen wir, stiergehörnten Jo. Ich erlöse Sie. Prometheus, kommen Sie mit. Wollen Sie die Ketten durchbeißen? Wir brauchen sie. Sie sind übernächtigt. Stellen Sie sich hier ins Trockene. Beruhigen Sie sich erst einmal. Sie sind gefesselt und wollen mir helfen. Hören Sie, meine Damen und Herren, hören Sie, können Sie hören? Haben Sie einen guten Empfang? Auch ich habe doch jetzt inzwischen ein gutes akustisches Plätzchen gefunden, wie ich glaube, und endlich bin ich im Trockenen, auch ich im Trockenen. Wenn Sie meinen Mann kennen würden, Herr Prometheus, er verbreitet diesen ganzen duckmäuserischen Unsinn, der heute modern ist. Aber da kann ich doch nichts dran ändern. Sie fragten niemanden, ob Sie handeln sollten. Was soll ich gefesselter tun? Sehen Sie den grauen Strand, die Öde, diese Wasserwüste? Ja. Die Wasserwüste, die Öde, der Strand. Ich hoffe, Sie erinnern sich meiner Schilderung von dieser undurchdringlich grauen Mauer. Steigen Sie in meinen Hubschrauber. Sehen Sie sich um. Wo sollen wir in diesem undurchdringlichen Grau hin? Ich habe meinen Mann geliebt. Dafür muss ich jetzt an seine Magengeschwüre denken und daran, ob die Bratkartoffeln nicht zu fett sind. Ich habe mich selbst geliebt, dafür lebe ich in Ketten. Sie haben sich einmal befreit. Mir bleiben die Bratkartoffeln. Bratkartoffeln? Esse ich für mein Leben gern. Schön kross. Jetzt muss ich von diesem Büchsenkram leben. Sie mussten mich anbinden, um mich zu Ihrem Lebensstil zu zwingen. Alles vorgekochtes Zeug, da kriegt man lange Zähne. Kommen Sie mit. Zu den Bratkartoffeln. Ich befreie Sie. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Sie arbeitet jetzt an seinen Fesseln und ich werde Ihnen weiter berichten. Ich werde Ihnen alles weitere schildern. Ich werde trotzdem, möchte ich sagen, weiter berichten. Denn als gesetzestreuer Bürger müsste ich längst einschreiten. Aber ich werde so lange berichten, bis das Äußerste verhindert werden muss. Mein Vater sang bis ins hohe Alter einen Schlager, der in seiner Jugend gesungen wurde. Mütter der Welt, auf euch ist die Sache gestellt. Es gibt herrliche Verbrechen. Liebe Frau, es fällt mir schwer, Sie ernst zu nehmen. Es gibt Verbrechen, die den Menschen erhöhen, die eine große Seele befreien. Wo soll ich eine große Seele her haben? Andere prügeln ihre Kinder, treten Käfer tot, schmeißen Gläser an die Wand. Ich habe den Präsidenten geohrfeigt. Was unterscheidet mich? Jutta! Meine Frau! Tolles Weib. Jutta! Ah, mein Mann! Das ist Ihr Mann? Den kenne ich doch, ein Studienrat. So sagt man. Was tust du hier? Sie will mich befreien. Tolles Weib. Was soll der? Ich kann nicht mehr! Jutta! Meine Jutta! Nein! Aber Frau Hübner... Sie hätten sich früher um Ihre Frau kümmern sollen. Schrecken Sie und entfernen Sie sich! Ich kann mich leider nicht entfernen, Sie wissen ja.
Enkel, wie kommst du hierher? Ihre Frau wird ganz nass. Sie können ja hier ins Trockene treten. Ich hoffe, Poskop, dass Sie sich wenigstens der Stimme enthalten, Ihren unrechtmäßigen Aufenthalt nicht noch unangenehmer dokumentieren als durch Ihr bloßes Dasein. Hören Sie ihn, Herr Prometheus, hören Sie ihn. Was hast du, Jutta? Nun kommen Sie doch rein. Er hat kein Herz. Dieser Mann hat kein Herz. Ich schreie es in die Luft, in das Meer. Ein Lehrer ohne Herz, ein Automat. Engelchen, du erkältest dich? Ich kann nicht mehr. Ja, daran tragen Sie die Schuld, Sie, Prometheus, der unschuldige Frauen verrückt macht, als sei sein kümmerliches Licht das Feuer des Prometheus, der den Göttern trotzt. Herr Studienrat, ich will Sie ja nicht unterbrechen, aber Ihre Frau, ins Trockene, Herr Studienrat, ins Trockene. Wir müssen uns unbedingt um Ihre Frau kümmern. Bringen Sie sie ins Trockene, Poskop. Meine Hörer, hallo meine Hörer, hier wieder Pulverstein. Ja, stellen Sie sich also vor, der Schüler bringt die Frau des Lehrers ins Trockene. Ein ganz hübsches Bild, ich meine, auch metaphorisch, der Schüler bringt die Frau des Lehrers ins Trockene. Prometheus hat für Sie einen Platz freigemacht, einen Platz von seinen Konserven freigemacht. Er hat ja eine ganze Menge Konserven da um sich herum. Aber da, was kommt denn da? Ein Lastwagen kommt da auf uns zu. Hey, Poskop! Los, komm schon! Prost, Jungs. Also erzähl, den Präsidenten hat er geohrfeigt? Das waren die nicht. Verdammt, ich bin nass bis auf die Knochen. Ich hab nicht geglaubt, dass du jemals hinkommst, geschweige denn zurück. Ja. Stellt euch vor, wen ich da getroffen habe. Na? 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 Ich denke, mich laus der Affe. Los, Poskop. Den Hübner! Mit seiner Alten! Mensch, was die sich an den Kopf geworfen haben. Felsen, zyklopisch. Seine Frau? Was denn, Hübners Frau? Ehrlich gesagt, ich hätte sie dem Kerl nicht zugetraut. Ja, sag mal, wie sieht denn die überhaupt aus? Ein bisschen mollig, aber rasse. Ja? Mit einem Karacho ist die angekommen. Alle Achtung. Und dieser Prometheus. Wie der mir die Sache von dem Präsidenten erzählt hat, sage ich euch. Der sah das Meer an wie ein Glas Wasser. Und die Frau unseres Studienrats, Dr. Johannes Hübner, die wollte ihn befreien. Nicht möglich. Befreien? Losmachen und mitnehmen in ihrem Hubschrauber. Als neuen Ehemann. Na, könnte man ja verstehen. Wir mussten die erstmal beruhigen. Ich immer mit dem Hübner einverstanden. Dachte mir, Prometheus hin und her, Strand hin und her, durchs Abi rasse ich nicht. Jedenfalls nicht für diesen Prometheus. Endlich hatten wir die Alte im Trockenen. Und dann fing der Hübner, nachdem er erst die Engelchenpfeife geblasen hatte, an zu toben. Nun wollte Prometheus auf ihn los, mit seinen Ketten. Aber ich glaube, der hätte selbst die Ketten diesen Laumann noch in die Urne gebumst. Die gerade ineinander, miteinander, da auf einmal hörten wir durch die Brandung, Sie sind verhaftet! Die Frau, ein einziger Schrei, dann weg. Stehen bleiben, schrie der Polizist, ich schieße! Ja, die ist vielleicht gerannt, der Hübner. Kreidebleich. Nicht schießen, meine Frau! Nicht schießen, meine Frau! Der Polizist zu Hübner, nimm die Arme runter und zu mir. Was treiben Sie sich hier herum? Sagte, ich hätte mich verirrt bei dem Sauwetter. Wäre froh gewesen, dass ich die Felsen noch im letzten Moment gesehen hätte. Dann sagte Prometheus zu dem Ordnungshüter, genau, einen Schluck auf den Mann, ja, diesen fabelhaften Prometheus. Prost. Ja, nur sehen Sie doch ein, sagte er immer wieder zu dem Polizisten, er ist doch nur ein Studienrat. Was soll er denn schon gemacht haben? Sind doch alles Knechte, nicht wahr? Oder nicht? Und er sagte das so suggestiv, dass der Polizist nickte. Der nickte! Und dann Prometheus schnell, sehen Sie, Herr Wachtmeister, wie Sie richtig sagen, alles Knechte. Der Herr, der ist hier angekettet. Der Polizist wurde ganz starr. Er bewegte sich erst wieder, als er den Reporter entdeckte. Ja, verstehen Sie doch, ich wollte Sprecher der Weltregierung werden, sonst nicht. Wollen Sie Ihre Solidarität mit Prometheus ausdrücken? Herr Wachtmeister, ich wollte meiner Frau imponieren. Ich bin doch nur ein kleiner Lokalreporter. Wenn einer krank ist, dann darf ich mal aus dem Gerichtssaal berichten, die Zeile 40 Pfennig.
Ja, wissen Sie überhaupt, wie viel man da schreiben muss, um das notwendige Geld zusammenzukriegen? Wenn Sie dabei so schlecht verdienen, warum sind Sie dann Journalist? Wir Polizisten haben gerade eine Gehaltsaufbesserung von 7% bekommen. Naja, wer wäre auch sonst noch Polizist geworden? Ja, was meinen Sie? Ich meine, so ein Beruf muss natürlich gut bezahlt werden. Und wie sind Sie dann an den Verstärker gekommen? Den habe ich zusammengebastelt. Meine Frau hat eine Zeit lang mitgearbeitet. Ja, wusste sie von dem Verwendungszweck? Nein. Meine Frau dachte, ich wollte unser Radio verbessern. Sie darf nichts davon erfahren. Ich bitte Sie darum. 3 Monate sind das Wenigste für die Übertretung der Bestimmungen über die Stärke der Eigensender. Und damit Sie keinen Unsinn anrichten in der Zwischenzeit, wird ein Haftbefehl gegen Sie erlassen. Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Ich werde Sie dem Untersuchungsrichter überstellen. Ich machte Mücke, kletterte die Felsen rauf und robbte mich an die Stelle über Prometheus. Da konnte ich alles sehen und hören. Der Studienrat Dr. Johannes Hübner stampfte beleidigt ab. Vorher grüßte er noch den Polizisten, Finger an die Schläfe gelegt. Dann sah ich den Polizisten den Apparat des Reporters untersuchen, der noch irgendwas wegschmeißen wollte und sich dadurch nur noch mehr verdächtig machte. Dann fuhr das Auto weg, Hübners Hubschrauber flog ab und ich war mit Prometheus allein. Mensch, konnte der dich denn sehen? Quatsch, natürlich nicht. Ja, und dann? Komm, mach's nicht so spannend. Ich hab da oben gehustet. Ja, ich musste mich ja irgendwie bemerkbar machen, nicht? Gehustet? Mein Gott. Aber der hat mich nicht gehört in der Brandung. Da wurde mir direkt unheimlich, verdammt nochmal. Da kam ich mir vor wie ein Kind. Ich konnte kaum verstehen, was der in das Wetter brüllte. Erst lachte er und dann hob er die Hände mit den Fesseln. Der Herr ist angekettet. Der stolze Mann mit dem Fleck auf dem Schuh. Ich will den Schuhputzer sehen. Will wissen, wer all die Schuhe putzt. Die Schuhe gehen übers Wasser. Schöne Stiefelchen. Großes, graues Wasser, vertrackte, geliebte Öde, Schlingelsee, hinab. Herrliches, unkontrollierbares Meer, lass uns den einen Schmutzfleck. Das war das Stereo-Hörspiel Der Fleck auf dem Schuh oder Soll Prometheus gefesselt werden? Von Robert Wolfgang Schnell. Es sprachen Prometheus, Wolfgang Reichmann, Dr. Johannes Hübner, Franz Kutschera, seine Frau Ursula Langrock, Olga das Dienstmädchen, Marianne Roger, Hans Pulverstein, Reporter Peter Langer, Betty seine Frau Margot Leonard, Figula Matthias Ponier, Breitschein Harry J. Bong, Siebmann, Peter Danseisen. Poskop, Bodo Primus. Polizist, Jaromir Borek. Frauenstimme, Annelie Jansen. Sprecher, Günther Sauer. Musik, Alfred Gutmann. Ton und Technik, Hans-Joachim Herwald und Klaus Gebauer. Regieassistenz, Uwe Rosenbaum. Die Regie hatte Günther Sauer.